Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer in TS Classic. Wir sind heute in der Schweiz unterwegs bei der RHB und fahren mit der GI66 mit der Nummer 704. Ich würde sagen, wir gehen raus aus der Pause und machen mal unsere wunderschöne Lok bereit. Da kommt auch gleich ein Kollege. Und wir haben den Namen Davos. Ah, es ist einfach eine wunderschöne Lokomotive. Schade, fährt sie nicht mehr. So, einmal nach vorne bitte. Stromabnehmer nach oben. Lichter an. Sehr gut. Und die Tür auf. Ja, wir sind jetzt momentan hier in Bergün. Hinten haben wir sogar noch einen Postwagen dran. Und warten dann auf die Ausfahrt. Da ist der Kollege. Moinsen. Der interessanterweise auch die 704 hat. Interessant. Naja, haben wir jetzt mal nicht gesehen. So, ich glaube, wir sind soweit ready hier. Okay. Dann Abfahrt. Bremsen lösen. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen ruckartig. Ah, kommst du? Dann ein bisschen mehr Schmackes hier. Dass die Autos hier fahren, das tun wir mal ignorieren. Bitte fahrt nicht in meinen Zug rein. Okay. Und der nächste Halt ist Breda, Plattform 2 in 12 Kilometern. Ja, von der RBG 662, der direkte Nachfolger von der 661. Das rätische Krokodil. Sind 7 Stück gebaut worden, 701 bis 702 in den Jahren 1958 und 65. Und die Ausmusterung war 2021. Dabei hat man die Lokomotiven 701 mit dem Namen Raetia. Die ist in Kuh abgebrochen worden in 2021. Die 702 Kuria ist ausrangiert und steht jetzt im Verkehrshaus Luzern. Die 703 St. Moritz ist 2022 abgebrochen worden. 704, in der wir jetzt gerade sitzen, ebenfalls 2022 abgebrochen. Dann haben wir noch die 705 Potresina. Die ist ausrangiert und steht abgestellt in Landquart. Die 706 ebenfalls mit dem Namen Decentis. Und dann hätten wir noch die 707 Skool. Aber ist ja garantiert falsch ausgesprochen. Und die soll als historische Lok nach wie vor weiterfahren. So der Plan. Primär im Güterverkehr unterwegs gewesen, ab und zu natürlich auch im Personenverkehr, aber eigentlich Güterverkehr, wenn man da ein bisschen die Leistung von der Lok gebraucht hat. Die hat immerhin eine Stundenleistung von 1764 kW, sprich 2400 PS und eine Anfahrtzugkraft von 218 kN. Da geht schon ein bisschen was. Und in Summe haben wir 6 Fahrmotoren, die uns da auf den Berg nach oben bringen, beziehungsweise nach unten wieder bremsen. Das Instrumentenbeleuchtung an. Na jetzt. Dann können wir dann nochmal das Führerstandslicht anmachen. War das L? Ja.
Also wenn es nach mir geht, könnten die ruhig noch ein bisschen länger fahren. Man sind robuste Lokomotiven. Eigentlich unkaputtbar. Und gerade in Grün schauen die halt wirklich schön aus. Erst wenn ich das alte Zeug immer wegschmeißen muss. Ja, primär sind sie ja dann von der G443 abgelöst worden, die ja nach wie vor fahren. Und was kann man denn sonst noch sagen? Technisch entsprechen die Maschinen den amerikanischen Widerspannungsstufenschalter und einphasen Reinschlussmotoren. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen zu schnell. Die äußeren beiden Drehgestelle und die Vormotoren können mit einer GE441 ausgetauscht werden, wenn man es denn machen müsste. Gasgelenk zwischen der beiden Lokhälften erlaubt nur vertikale Bewegungen und die GE662 sind maximal 80 Stundenkilometer schnell. Das passt aber eh kaum fest auf diese Strecke da. Und 1985 hat man die Umlackierung gemacht von grün auf rot. Man, sie schaut in Rot jetzt auch nicht schlecht aus. Aber Grün ist ja doch noch irgendwie geiler. Und vor allem haben sie dann die Nummer weggemacht. Von in der Mitte nach rechts oben. Ohne Chrom. Wenn ich das jetzt richtig auf dem Bild sehe. Ja, da war es dann nur noch aufgemalt. Nicht mehr so wie da. Also diese echten Chromverzierungen sind. Alten Züge waren einfach viel schöner. Hat man irgendwie mehr Wert drauf gelegt, dass die Dinge auch gut aussehen. Heute sind die Sachen irgendwie mehr funktionell. Meine Meinung. Ich meine, es gibt schon auch noch schöne Loks und so weiter. Aber wo findest du denn heute bei den modernen Sachen noch richtig schön Chrom drauf? Denn hier zulässige Ströme fahren 1 Stunde 850 Ampere, da sind wir weit runter. 3 Minuten 1200, Bremsen dauern 600, 3 Minuten 850. Wieder zu schnell. Ja, okay, ich gehe mal eins runter. Also, wir haben ja da mehrere Vorstellungen: Vorwärts, Rückwärts, Solo und dann Break Forward und Break Reverse. Je nachdem, wie wir dann bremsen müssen. Haltewunsch, Lichter. Was haben wir hier noch? Traction Fan Switch, Pantographen, Hauptschalter. Was haben wir hier noch? Einstellungen für die Bremse, Zugbremse, Lokbremse, Tacho, Druckanzeigen. Ja, überschaubar. Was man halt so braucht zum Fahren. Und ich bin die Strecke noch nie komplett abgefahren. Sollte ich erstmal machen. Also ich meine jetzt in echt. Die S-Klasse geht schon, aber in echt halt noch nicht. Weil es ist so schön. Und jetzt gerade, wo ich die Drohne habe, will ich damit dann noch schöne Aufnahmen machen. Irgendwann mal dann auch mit dem Golden Pairs Express fahren. Wird sich dann mal so ein Geher rentieren, wenn ich dann mal in der Gegend ein bisschen unterwegs bin. Und dann zigtausend Mal hin und her fahre ich. Was sind denn da? 340 Stutz. Ja, das muss ich dann irgendwie in einem Monat gut ausnutzen. Aber ich kann nur jedem empfehlen, in der Schweiz, wenn man da länger ist und öfter fährt, unbedingt des Halbtags. Also sprich, alle Tickets sind dann um 50% reduziert. Und das Halbtag selber, glaube ich, kostet 125, 150 Franken. Das heißt, recht schnell wieder drinnen.
zu schnell. Ja, kommt uns nicht mal was entgegen hier. Freie Fahrt nach oben. Ach, was ich jetzt nicht geachtet habe, ist, ob es einen Haltewunsch gab. Bei uns nicht, aber es gibt ja noch einen Anzeiger vor den Stationen. Gibt es denn ein paar schöne Panoramic? Sehr interessante Ansicht. Okay, ich glaube, wir gehen lieber in den Look. Jetzt wirbel uns einmal in die Höhe. Das müsste man hier in der Übersicht ganz gut sehen. Ja, genau. Einmal schön in die Höhe raufzwirbeln. Ist eigentlich schon krass, was sie da gebaut haben. Ja, ja, ich werde schon langsamer. Also Gleisbauarbeiten bis in Instandsetzung stelle ich mir da noch interessant vor. Aber bis natürlich in der geilsten Location. So, mal ein bisschen raus hier. Ich denke mal, die Passagiere an sich streng gehen. Ja, setzen wir uns mal hier hin. Die schöne Schweiz. Hm, jetzt vielleicht eine schöne Vorbeifahrt. Ja, das könnte jetzt klappen. Perfekto. Oh, und wieder rein in den nächsten Tunnel. Einmal die nächste Zwiebel. Allein schon der Aufwand, das ganze Initial mal so zu bauen. Die Leute waren damals schon ein bisschen abenteuerlustig. Muss man ihn schon lassen. Jö, so weit draußen. Da unten sind wir gerade vorher gewesen. Es ist schon krass, wie hoch wir da kommen mit einer so einer Schlaufe hier. Und das ganz ohne Zahnrad. Oh, 1985. Sag bloß, es fängt jetzt hier zum Regnen an. Es ist Schneien. Wie ist jeder Tropfen? Wo ist da die Einstellung für den Scheibenwischer? Wo bist du? Wipers? Wo? Ah, da. Nein, bist jetzt da gar nicht weggegangen.
Der hat nur so einen minimalen Bereich hier. Naja. So, da kommt 45. Kann mal ein bisschen langsamer werden. So, die Anzeige da, der ist bei mir in echt. Ich nur irgendwie mal einen Computer anschließen muss. Anstatt dass die dann irgendwie mit TS Classic funktioniert. Die langsamer werden. Ausmachen, glaube ich. Oh, nice. Kurz vor Breda dürfen wir sogar nur 60 fahren. Einmal auf der Bergstrecke rumrasen. Haben wir eigentlich mit der Ansicht noch andere? Nö, sind alles die gleichen Wagen. Also eigentlich nicht, aber nur die gleiche Ansicht. Ah, come on, du mit dem Speeding, 1 km/h da. Viel zu genau. Ah, da war der Gegenzug. Moin, Kollege. Gute Fahrt. Ey, du bist ja abgerüstet. Was ist da los? Machen Sie da Pause. So, 14:33. Naja, minimal zu spät. Ist ja noch in der Toleranz. Na, ja, war das zu früh? Schon so ein bisschen, ne? Südle, da wären wir im großen Tunnel. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Gut, ich glaube, das passt so. Ja, anderthalb Minuten Verspätung. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was raus. Ich glaube, das wäre dann voll die Wetterfront. Auf der anderen Seite könnte es komplett anderes Wetter haben. Doch ein bisschen länger der Tunnel, wo wir gleich durchheizen werden. Ah ja, ich muss mal ein bisschen RHB fahren. Wenn die Landschaft wäre so geil für Drohnenaufnahmen. Wäre da nicht diese 120 Meter Beschränkung. So, Samidan. 12 Kilometer. Jetzt können wir mal auf das V-Max von der Lok gehen. Die Schleudinger ist schon ein bisschen arg. Ah, shit, jetzt wird er mal gleich wieder sagen, zu schnell. Ja, ja. Du, mich auch, Simulator. So, erst geben.
jetzt bin ich auf der höchsten Stufe drin. Also wenn hier nicht so geil ist. Wie war das? Ah, fahren 850 Ampere. Da sind wir ein bisschen drüber, hä? So. Also geht nämlich auch weniger und du bleibst. Ja, machen wir 716 Ampere. Kann man sich nicht ganz so stressen. Ich weiß jetzt so richtig im Kopf, ob es ist gerade direkt nach dem Tunnel. Feinster Tunnelspaß hier. Auch irgendwo Nadelöhr, der Tunnel. Ich meine, wenn du da irgendwie eine Palle drin hast, dann ist er dicht mit der Strecke. Also, wie dreht sich das eigentlich? Ja, ne? Ja. Gut. Na, ist doch nicht direkt. Okay, da. Ich meinte, direkt hinter dem Tunnel wäre nochmal ein Halt gewesen. Hm. Dann ist Sammy dann ein bisschen weiter unten dann. Wenige Meter, lass mich raus aus diesem Tunnel. Die Kühle ungefähr 80. Yes, da ist das Tunnelende. Finally. Ah, lass uns mal hier ein bisschen rollen. Da, hab's doch gewusst. Da waren halt. Aber es hat nichts damit an. So, da wollen wir mal auf Break Forward gehen. Ja, vielleicht ein bisschen much. Ich glaube, so passt's. Was war normal? 600, okay. Ja, da sind wir noch ein bisschen entfernt davon. Das zeige ich auch noch ein netter Screenshot. Yes.
kann ich eigentlich... Okay, ich kann. Das ist echt das Maximale, was da nach oben geht? Bringt dir irgendwie gar nichts. So, und den Kollegen kann ich auch nicht bewegen. Handbremse bedienen, wenn ich möchte. Hm. Oh, cool. Die Fenster aufmachen. So, machen wir mal auf hier. Zum Durchlüften. Nee, die Ansicht will ich nicht. Ich hätte gern sowas. Kilometer noch. Da kommt einmal 30. Ja, was ist da auf uns wartet, dass wir hier 30 fahren dürfen? Müssen, besser gesagt. Nicht dürfen. Ja, werde schon langsamer. Hey, Zivilisation. Ach, stimmt ja, da war ja die enge Kurve hier. Zügele. Ach komm, oh, die paar kmh da. Auf die kommt es doch nicht drauf an. Ich krieg da keine Punkte hier. So, können wir wieder auf normale Fahrt gehen. Ach ja, genau, da kommt ja die andere Strecke noch rein hier. Södere, kein Halt hier. Wir brettern durch. Ciao. Oh, 80. Na dann, gib ihm. Wenn schon Express, dann Express. Ah, ich sehe schon, da kann ich schon wieder bremsen. Sammel an. Und das nächste ist dann Halt. Naja, bremse schon ein bisschen mehr. Boom. Oh. 179 Punkte nur noch. Naja, immerhin im Plus.
Ah, geht es jetzt nach links? Ne, doch nicht. Geradeaus. Ah, aber hier. Südli. Um 7:40 Uhr sollten wir da sein. Das ist genau jetzt. Wir sind soweit pünktlich. Mit ein bisschen zu schnell fahren. So, dann würde ich mal sagen, bleiben wir mal hier stehen. Südere, Tür auf. Ist das der letzte Halt gewesen? Nee, wir fahren noch nach St. Moritz. Oh, ein bisschen wenig los hier auf dem Bahnhof. Schade eigentlich. Okay, liebe Leute, ich werde an der Stelle mal ganz kurz einen Unterbruch machen. Ich bin aber gleich wieder für euch da. Bis gleich. Und schon bin ich wieder da. Südli. Es soll ja 2024 so eine Art Furry Convention im Zug geben. Beziehungsweise wird eine extra Fahrt organisiert, wo dann einige Furries dann mitfahren, beziehungsweise wo man sich halt anmelden kann. Soll über den ganzen Tag gehen mit Bonusprogramm am nächsten Tag. Sind sie jetzt gerade in der Endplanung? Oder bin ich hart am Überlegen, ob ich da nicht mal mitmache? Ja, vielleicht unter Umständen ein bisschen günstiger als eine normale Event-Eisenbahn-Tour. Ich würde gerne mal auf die 1000 drauf geht. Teurer Spaß zur Eisenbahn-Hobby. So, mein Junge, ich will hier mal abfahren. Jeez. Los geht's. Mein Kollege. Moment, war das jetzt wieder Davos? Sind alle hier Davos? Ja, da steht jetzt gerade keine. Jawohl, doch, da hinten. Ist jetzt eine andere hier? Meine Lok ist überhaupt nicht unique. Alles da, wo sie. Oh, die haben sogar eine Drehscheibe hier. Wusste ich gar nicht. Die Drehscheibe. Zu schnell werden. Yes, okay. Dann geben wir mal Gas hier. Bleiben. Ich will die Brücke nicht verlieren. Auf einen kurzen Moment wenigstens mal 80 Düsen. Was ist aber eigentlich überhaupt nicht rentiert, wenn da hinten schon wieder 65 kommt. Ausholen lassen. Ja, andererseits, da kommt gerade 50. Ich glaube, ja, doch, wir werden es schaffen. Ohne, dass ich Gas gebe. Ja, Brems, so.
51. Es geht doch. Und ich meinte, da ist jetzt der nächste Halt. Mal den wir wieder durchfahren werden. Ist denn schmale Bahnsteige hier? Okay, da war ein bisschen mehr Platz. Andererseits. Aber ich werde das. Also was kann ich hier? Schmaler Bahnsteig oder sowas hier? Wenn die Leute nicht aufpassen. Nicht schneller als 50. Schon geht die Strecke bei St. Warte mal, sind der Player? Die Strecke. Nee, St. Moritz ist definitiv finito. Oh, da geht's aber auch nochmal weg, oder? Zellerina. Ja, ist schon eine spaßige Strecke. Wenn dann Zürich-Bern dann fertig ist, auf das werde ich mich dann mal freuen. Teilweise dann auch, wenn dann von Bern die Strecke nach Brig noch gemacht wird. Das ist mir ja noch schön. Wenn er dann noch die alte Bergstrecke mit dazu macht und nicht nur die neue, dann wäre es umso geiler. Dann fährt man richtig mal schön in der City fahren. Man könnte dann auch sagen, von Zürich baut man noch die Strecke Winterthur Romanshorn, Okarama. Das wäre es auch noch. Oh, ja, oder zumindest. Ja, Zürich. Ich glaube, ich würde dann Zürich Flughafen Winterthur Romanshorn, so irgendwie. Juh. Wobei natürlich Old, wenn man jetzt nicht, nicht Olden, wäre dann irgendwie cool, wenn man auch die Olden-Variante mit dabei hat. Ah, nicht Old, also Oerlikon-Variante, so. Über Hartbrügge. Ja, ich bremse ja. Ach was, 30? Ja, ich bremse noch ein bisschen mehr. So, meine Damen und Herren, unser nächster Halt St. Moritz in Spöllenhof. Bitte alle aussteigen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt. Ja, klar geht's da hinten weiter. Das ist ja die andere TS Classic Strecke hier. Zödri. Ja, dann würde ich mal sagen, bleiben wir doch mal hier so stehen. Perfekt. Türen auf. Wunderbar. Haben wir es nach St. Moritz geschafft. Ja, liebe Leute, ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns schon zur nächsten Fahrt. Mal schauen, wo es uns dahin verschlingen wird. Vielleicht Deutschland, vielleicht wieder die Schweiz oder Amerika. Mal gucken. Oder Südafrika. Ich glaube, Südafrika haben wir noch gar nicht gemacht. Ich glaube, das machen wir mal. Südafrika fahren. Also, bis dahin. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte,
kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.